Hallo, ich bin Irene Scheer und ich schaue auch sehr gerne Schlager-News bei Gute Laune TV. Ich hoffe, ihr tut's auch. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer von Gute Laune TV, zu einer niegelnagelneuen Schlager-News-Ausgabe. In dieser Woche haben wir für Sie in unserem Interview der Woche Mary Rose. Der neue Clip von Nino De Angelo, Liebe für immer. Bis tief ins Tal ist unsere CD der Woche von Steirer Blut. Natürlich gibt's auch wieder den Klatsch und Tratsch mit einem neuen Schlagerazzi. Und unser Clip der Woche kommt von Singer-Songwriter Jonathan Zelter mit Dich wiederzusehen. Dich wiederzusehen nach so langer Zeit. Wir haben nur eine Stunde, die uns zum Erzählen bleibt. Dich wiederzusehen ist wie im Traum mit dir zu reden. Und als hätte es keinen Tag ohne dich gegeben. Begegnen wir einem Menschen, der unsere Seele berührt, hinterlässt das Spuren. Und wir sehnen uns dann immer danach, Zeit mit diesem Menschen zu verbringen. Genau darüber singt Jonathan Zelter in seinem neuen Lied Dich wiederzusehen. Das hat unserer Redaktion so gut gefallen, dass der Clip in dieser Woche unser Clip der Woche ist. Das heißt, Sie sehen das Video bis zu 6 Mal am Tag im Programm von Gute Laune TV und auf unserer Homepage. 2016 war ja das Erfolgsjahr schlechthin für Jonathan Zelter. Er hatte einen Riesenhit mit Abenteuerzeit. Daraufhin ging er unter anderem mit Pur und Nena auf Tour. Somit hat sich also sein großer Traum erfüllt. Und ganz am Anfang von allem stand ein Interview mit Gute Laune TV. Ja, also ich habe mit 5 Jahren mein erstes Instrument bekommen. Okay. Ein Akkordeon. Gleich ein Akkordeon, okay. Gleich ein Akkordeon. Siehst du, bei mir war es eine Melodika. Kennst du die Dinger? Diese kleinen, ja, ja, wo du ja, mal so, ja. So ja, ich habe zwischendurch habe ich mal dann Glockenspiel spielen müssen, so, ach so. Musikalische Früherziehung. Am 5. Februar startet ja die neue Staffel von The Voice Kids. Und wer sitzt mit in der Jury? Nena. Und zwar nicht alleine, sondern zusammen mit ihrer Tochter Larissa. Dass auch Larissa Ahnung von Musik hat, wissen wir spätestens seit der Show Sing meinen Song. Da haben nämlich Mutter und Tochter zusammen ordentlich die Bühne gerockt. Nena war ja 2011 und 2013 schon Jurorin bei The Voice und ist eigentlich selber jetzt überrascht, dass sie schon nach so kurzer Zeit wieder auf dem roten Jury-Sessel sitzt. Übrigens sind neben Nena und ihrer Tochter auch Sänger Sascha und Mark Forster in der Jury von The Voice Kids mit dabei. Alle Jahre grüßt das Eurovision Song Contest Debakel. Könnte man angesichts der letzten Jahre und dem Abschneiden Deutschlands doch so sagen. In den vergangenen Wochen hatten wir mal darüber berichtet, dass ja der Flori Silbereisen neben Lena Meyer-Landrut und Tim Bensko in der Jury sitzt, die beim Vorentscheid zum Eurovision Song Contest die Finalisten kommentiert. Mit Betonung auf kommentieren, denn die haben kein Stimmrecht. Naja, ob das dieses Jahr wirklich so eine erfolgreiche Geschichte wird, ist fraglich. Denn es werden 5 absolut unbekannte Sänger und Sängerinnen ins Rennen geschickt, die aus den Genrebereichen Elektropop, Funk, Jazz und Soul kommen. Obwohl das Anforderungsprofil vom NDR ganz klar vorsieht, kein R&B und Soul. Naja, ich würde vorschlagen, wie wär's denn mal zurück zu den Wurzeln und einen ordentlichen Schlager ins Rennen zu schicken? Aber am besten ist es immer noch live. Dieses Foto zeigt Magdalene Bönig zusammen mit ihrem Lieblingskünstler Semino Rossi. Dieses Foto entstand bei einem Fanclub-Treffen. Wir wollen natürlich auch Ihr Foto mit Ihrem Lieblingskünstler sehen. Schicken Sie uns das doch bitte an schlagerazzi@gutelaunetv.de. Liebe Schlagerfreunde, ich bin's, eure Gina. Und ich schaue die Schlager-News auf Gute Laune TV. Seit inzwischen 3,5 Jahrzehnten gehört er zur Schlagerelite. Er war auch schon jenseits von Eden. Doch nun ist er zurück, Nino De Angelo. Und er hat frisches Material im Gepäck. Liebe für immer heißt das gute Stück und ist unsere Videopremiere der Woche.
Liebe für immer ist die erste Single-Auskopplung seines gleichnamigen Albums, das er am 31. März über das Label Telamo veröffentlicht. Mir persönlich gefällt sowohl Song wie auch Video sehr gut und was soll ich sagen, es passt halt einfach perfekt zu Nino De Angelo. Es ist eben eine Liebe für immer. Un amore per sempre. Und deshalb schauen wir jetzt in seinen Clip rein. Un amore per sempre, eine Liebe für immer. Sie wird dir begegnen irgendwann. Eine, die wirklich groß ist, eine, die wirklich stark ist. Eine Liebe für immer. Un amore per sempre, wie ein ewiges Feuer. Man sucht auf Die österreichische Formation Steirer Blut gibt es nun schon seit 20 Jahren und passend zum Bandjubiläum gibt es auch ein neues Album. Bis tief ins Tal heißt die Scheibe und ist unsere CD der Woche. Volksmusikalischen Crossover gibt es nicht erst seit Andreas Gabalier. Nein. Steirer Blut, die wie Gabalier auch aus der Steiermark kommen, haben schon in den Jahren nach ihrer Gründung 1997 an einem eigenen Crossover-Stil gearbeitet und der nennt sich ganz einfach rockige Volksmusik. Bis tief ins Tal ist ein absolutes Partyalbum mit vielen elektronischen Beats, rhythmischen Keyboard-Motiven und natürlich auch Gitarrensound. Das geht sofort ins Blut bzw. ins Bein. Aber auch die sanften Töne werden angestimmt, sodass das Herz nicht zu kurz kommt. Yeah, yeah. Insgesamt sind 15 Titel drauf. Seit dem 27. Januar gibt es Bis tief ins Tal im Handel und den gesamten CD-Tipp unserer Musikredaktion finden Sie auf www.gutelaunetv.de. Seit Jahrzehnten gehört sie zu den ganz Großen im Schlagerbusiness. Sie vertrat sogar zweimal Deutschland beim Eurovision Song Contest 72 und 84 und belegte einmal sogar den dritten Platz. Freunde, Kollegen und Fans schwärmen von ihr aufgrund ihrer tollen Persönlichkeit und ihrer wundervollen Ausstrahlung. Die Rede ist von Mary Rose. Was die wenigsten aber wissen, dass sie sich neuerdings auch mit Nutten, Koks und frischen Erdbeeren auskennt. Wie war denn letztes Jahr? Warst du zufrieden? Ja, ja. Wir sind mit einem Kabarettprogramm unterwegs, das heißt Nutten, Koks und frische Erdbeeren. Ja, das ist ja mal ein toller Titel. Ja, das ist ein Titel von Heino. Ja? Ja. Heino hat mir mal erzählt, dass er in seinen Verträgen immer drin hat, dass Nutten, Koks und frische Erdbeeren in seiner Garderobe sein müssen. Ja. Ehrlich, ja? Okay. Und als wir mal in einem Programm waren, rief er seinen Manager an und sagte, du, es sind schon wieder keine Erdbeeren mehr da. So, da haben wir gesagt, das ist unser Titel. Ja, definitiv. Ja. So, jetzt wissen wir immerhin mal, wie es zu dem außergewöhnlichen Titel Nutten, Koks und frische Erdbeeren kam. Mit Sicherheit außergewöhnlich und wirklich sehenswert ist das Interview in voller Länge mit Mary Rose und das sehen Sie am 1. Februar in Schlager aktuell ab 20.15 Uhr. Das war's mit den Schlager-News bis hierher. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen und freue mich auf unser nächstes Rendezvous. Servus. So, wo sind die Erdbeeren? Ein schneidiges Servus, liebe YouTube-Freunde. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Mein Name ist Willi Asan und ich moderiere jeden Freitag um 20.15 Uhr auf Gute Laune TV die Sendung Kult. Und in dieser Sendung beschäftigen wir uns mit den kultigsten Clips, Geschichten und Songs aus den Jahren 50 bis 89. Und ja, wenn Sie mithelfen wollen, dass wir hier bei Gute Laune TV mit unserem YouTube-Kanal auch Kult werden, dann machen Sie das ganz einfach. Abonnieren Sie den kostenfrei hier. Und wenn Ihnen das letzte Video gefallen hat, dann liken Sie das ganz einfach. Ich sage nur Daumen hoch, Sie wissen schon, was ich meine. Und wenn Sie sagen, Asan, halt endlich die 12 und lass das nächste Video starten, ich kann es kaum mehr erwarten, dann starten Sie das einfach hier.